Hallo, da sind wir wieder. Ein neuer Part eures Glück, mal wieder Grandia. Wir sind immer noch in den Lake-Minen, doch nicht mehr lange. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in diesem Part auf den Bossgegner treffen werden. So. Erstmal hier wieder ein paar Orks vermöbeln. Kriegt natürlich der Wolle kann eins auf die Mütze, das ist aber nicht fein. Wenn wir erstmal einen Walk ausschalten. Ach, ich fasse es ja nicht, er hat es überlebt. Na gut, dann gibst du ihm halt den Rest zu. Sprung. Weg vom Fenster. Geht doch schon ganz ordentlich, aber. So, hier haben wir noch eine schöne Granate, oder wie das Ding heißt. Ja, Granate. Hatten wir ja schon eine gefunden. Die werden wir auch brauchen. Oder besser gesagt, Zu wird die brauchen. Zu hat ja die geringere Angriffskraft. Also Justin ist ja der mit der Power, sag ich mal. Und Zu ist ja nicht so ganz so toll und die wird dann halt den Monstern, den Bossgegner damit einheizen. Habe ich mir schon so vorgenommen. Langsam wird das Gepäck etwas voll. Fledermäuse. Voll. Klasse. What a bitch. Ich bin übrigens jetzt immer noch neugierig, wie ihr das Spiel so findet. Ich habe bisher noch keine Kommentare zu dem Spiel gekriegt und möchte euch jetzt mal dazu anhalten, wenn ihr das Spiel gut findet, einfach mal was dazu zu sagen oder auch wenn er scheiße findet, einfach mal zu sagen, ist ja so blöd und Daumen hoch, freue ich mich natürlich auch drüber. Oder falls es euch halt nicht zusagt, auch Daumen runter. Wobei ich dann natürlich auch gerne Begründung hätte, wieso es euch nicht gefällt. Man lernt ja nie aus, ne? Ich bin jetzt schon einige Monate am Let's Playen und habe das Gefühl, dass sich irgendwie gar nichts tut bei mir, obwohl ich Videos hochlade. Ich weiß nicht, vielleicht ist meine Spielart nicht gut genug oder die Spiele uninteressant, wobei ich sie persönlich sehr gut finde. Gerade Grandia liegt mir sehr am Herzen, weil es halt mein absolutes Favorite Game ist. Oh, da haben wir es. Wir haben volle Kanne zu viel Zeug dabei. Ja. Was mache ich jetzt? Ich muss irgendwas loswerden. Verdammt. Auto nutzen. Gegenstand weglegen. Inventar weglegen. Okay. Müssen wir hier wohl was entsorgen. So. Jetzt gleich mal ausrüsten. So. Yeah.
Gegenstände. Vielleicht sollte ich doch. Zu ist ja. Ja, zu können wir mal aufheilen. Dann haben wir einen Platz mehr wieder frei. So. So, da waren wir, dann können wir weiter. Oh, ich höre schon den Endgegner. Aha, jetzt haben wir aufgeheilt und haben. Okay. Also ihr hört schon, das Gebrumme, das oder Gegräule oder das Geächze und Gestöhne, das sind die Bossgegner. Eine Gruppe von Orks. Habe ich denn jetzt soweit alles gut ausgerüstet? Ja. So, den lebt. Den gebe ich mal. Oder? Lass ich den? Den gebe ich Justin. So, fertig. Jetzt wird hier erstmal noch Gold eingesammelt. Ja, da oben, wo das Boot liegt, da könnt ihr dann schon einen der drei auch sehen. Aber hier ist auch jede Menge Gold. Dass ich bestimmt nicht liegen lassen werde. So. Okay, das war soweit alles. Dann können wir uns jetzt hier den Wichser stellen. Und ihr seht schon, der Ork in der Mitte, der hat ein bisschen andere Farbe wie die anderen beiden. Das liegt daran, dass er stärker ist. Also das ist im Prinzip der Boss. Und ein Boss wird ja immer begleitet. Als erstes schalte ich mal und zu benutzt hier mal die Granate auf den Boss. Und wenn ich Glück habe, dann ist der Ork so dicht dran, dass er auch Auswirkungen hat. Leider wusste der hintere. Aber macht nichts. Boah, volle Kanne auf Justin. Oh! Diese blauen Tröpfchen, was da gesehen ist, das heißt, der hat den Dings nicht gefunden. Also den Gegner, den er treffen wollte. So, nochmal eine Handgranate. Ja, und diesmal wird auch der andere eingebegriffen und gleich platt gemacht. Okay, Justin, dann kümmere dich mal um den anderen Ork. Den König kümmern wir uns danach. So, Puffy macht Wurf. Oder? Keine Granate mehr. Na, machen wir normalen Angriff. Von zu zweimal draufhauen. Schön. Justin? Boah, ist das fies. Jetzt kriegst du meinen V-Slash zu spüren. Und zu, du solltest mal heilen. Kräuter für Justin. Und schon geht Justin etwas besser. Und dem Ork etwas schlechter. Ja, der hat voll drauf. Machen wir jetzt Puffy-Wurf. Boing, 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 boing. Und Justin nochmal hier V-Slash. Und V-Slash. So sieht aus. 80 Schadenspunkte. So, nochmal Puffy-Wurf. Go do it! Boing, 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 boing. Wow! Okay, Justin, kannst du nochmal? Nee. Na gut, dann halt nochmal Slash. Boing. Und das hat schon einen ausgereicht. Mann, bin ich geil! Ja, das war's für dich. Ja, unser erster Bossgegner erledigt. Alright! Big win for us!
Naja, mal abgesehen von dem Steinvogel, der nun wirklich keine Herausforderung war. Der erinnert uns zurück an die Sultruinen, wo wir da den Steinvogel besiegt haben, den uns Mulen da hinterlassen hat. Wir haben es geschafft, Justin! Jetzt wird Java uns den Passierschein geben! Was ist denn das? Boah, volles Erdbeben. Das sieht übel aus! Wir werden, wenn nicht begraben. Lauf, so! Ah, das hätte ich doch nicht passieren brauchen! Ja, da fallen Steine von der Decke. Und ich tue immer noch ein Brot mümmeln. Verteidigungssamen. Benutzen. Auf Justin. So, sehr schön. Und jetzt geht's hier raus aus der Höhle. Hier entlang, komm zu mir rüber! Hey, das ist Java! Aufwachen und bewegen die Widerstandszellen! Und jetzt kommt die coolste Achterbahnfahrt aller Zeiten! Ich finde das so genial in dem Spiel gemacht. Allein für diese Filmsequenz kann man nicht sagen, dass er nicht wirklich Filmsequenz ist, aber ist halt schon cool. Action Cam! Und nach dieser Szene habe ich nach dieser Szene benenne ich sozusagen den Part. Deshalb heißt es Achterbahn. Und um die Kurve, um den Berg und immer rum. Ja, yippie-ole, ist das geil. Was für eine Simulation, eine Achterbahn. Das hat man so noch nicht gesehen. Ja, und wir wechseln mal den Waggon. Geil. Zu. Ein erstklassiger Abenteuer gibt immer erst ganz zum Schluss auf. Aber du hast dir nicht genug Gedanken gemacht, von wegen dem Entkommen. Ihr zwei habt mich enttäuscht. Was? Wir sind also gescheitert? Dabei haben wir uns so angestrengt. Ich sag euch was. Ein echter Abenteuer verliert nie den Mut. Bei allen Schwierigkeiten. Dort in der neuen Welt von Elencia dürft ihr eure Worte nie vergessen und müsst noch mehr Opfermut zeigen. Hä? Java, also bist du... Ich hab euch ja versprochen. Na sagen wir, knapp bestanden. Hier ist der Passierschein in die neue Welt. Nimm ihn, Justin. Dampfer-Passierschein genommen. Ja, jetzt kann ich in die neue Welt gehen. Nicht schlecht! Wow, echt cool! Vielleicht bilde ich mir das ja nur ein, aber das stinkt nicht etwas, oder? Weil er durchgedrängt ist von meinem Blut, Schweiß und Tränen meiner Seele, etc. Hör zu, Justin, deine Flügel hast du nun erhalten. Wie? Die gehören dir ganz allein. Meine eigenen Flügel? Aber denk daran, die Zeiten echter Schwierigkeiten verlässt sich ein Abenteuer nicht auf einen Passierschein. Auf dein Abenteuerherz musst du dich jetzt verlassen, auf deinen Körper und immer vorwärts. Versprich mir das, Justin, und eines Tages erzählst du mir dann von deinen eigenen Abenteuern, Geschichten aus fremden Welten. Wann das auch immer sein wird, ich warte. Klar, versprochen, Java. Ich muss jetzt los. Danke, Java. Es ist großartig, Justin. Komm, was können wir nicht tun? Gehen wir zurück nach Palm, Justin. Java, kann ich dich was fragen? Weiß schon, wegen dem kleinen Mädchen, wie alle sie nennen. Stimmt's? Ich kann nur eins sagen. Ein Abenteuer geht allein. Verstanden, Justin? Stimmt was nicht, Justin? Komm, gehen wir heim.
Es tut mir leid. Danke für den Passierschein, Java. Ich hüte ihn wie mein Augapfel. Adieu, Herr Java. Pass auf dich auf, wenn du wartest. Wow. Das war's für diesen Part. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Tita Kenshi.